Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Guten Morgen. Sonntag, 4. September 2016. Ungefähr 7.30 Uhr, schätze ich mal. Vielleicht auch 7.45 Uhr, vielleicht auch 8. Und ja, ich bin schon wach. Warum? Nicht wegen den Saluts, sondern weil heute mein letzter Tag auf dieser Insel ist. Morgen geht's für mich nach Hause. Und Freunde, ich freue mich tierisch darauf, ganz ehrlich. Dieses Video müsst ihr euch nicht angucken, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Das wird nur noch ein kleines Feedback zu dieser Zeit hier gerade sein, auch für mich, um es mich wieder nochmal anzugucken. Was habe ich hier erlebt, was hat es mir gebracht? Hat es sich gelohnt, hierher zu kommen und so weiter und so fort? Es waren jetzt 6 sehr, ich sag mal, anstrengende andere Wochen. Ja, ich habe vorher sehr viel eigentlich zu Hause zu tun gehabt. Ich habe eine geile Zeit eigentlich auch zu Hause gehabt und bin dann hierher gekommen, um quasi getrennt von meiner Freundin, getrennt von meiner Familie, getrennt von meinen Freunden 6 Wochen zu arbeiten, beziehungsweise, das haben wir schon vorher gesehen, beziehungsweise die Wochenenden zu verbringen. Ich muss sagen, dass mein erster Eindruck von Malta nicht so gut war. Liegt auch daran, dass ja meine Kamera im Flugzeug geklaut wurde. Ich kann es nur immer wieder betonen, wie asozial das war. Danach, es war warm. Dieses Haus war natürlich so ein bisschen Kulturschock, weil, sind wir mal ganz ehrlich, es ist keine Bruchbude, aber es ist halt absolut nicht irgendwie eine schöne Wohnung oder sowas, nichts Modernes oder so, sondern einfach nur relativ zweckmäßig. Dazu kommt so viele Menschen in diesem Haus, zwischendurch waren es mal 17, momentan sind es 7, 8, mit, ohne mich wieder 7, aber es kommen neue, also 8. Ja, und dann ging es eigentlich so los mit ein bisschen feiern, ein bisschen trinken, ein bisschen Leute kennenlernen. Und das hat schon mal ein bisschen einfacher gemacht, aber auch die erste Woche, nachdem ich bei meiner Organisation war und meine ersten Arbeitstage hatte und ja sogar noch eine Kollegin aus Deutschland hatte die erste Woche, wartet. Alles klar. Ja, ist in Ordnung. Danke. Die war trotzdem sehr, sehr schwer, weil ich doch schon sehr Heimweh hatte, muss ich sagen. Ich bin normalerweise nicht so affin dafür, aber auf dieser Insel ist das echt irgendwie, keine Ahnung, es ist alles klein, es ist alles ein bisschen spartanisch, es ist alles nicht so modern, nicht ärmlich, aber halt schon ärmer als in Deutschland, was nicht sonderlich beeindruckend ist, weil das fast überall der Fall ist. Ja, Malta ist eine Insel mit 96% Arbeitsquote, also nur 4% haben keine Arbeit. Allerdings auf der anderen Seite das wasserärmste Land der Welt, das merkt man halt einfach. Es ist trocken, es ist heiß, die Humidity ist hoch, also die Feuchtigkeit. Es kann übrigens sogar sein, dass ich ab und zu mal englische Wörter reinwerfe, weil ich einfach mittlerweile so viel Englisch im Kopf habe, dass ich teilweise die deutschen Wörter oder deutschen Begriffe oder deutschen Sayings, ja, die deutschen Phrasen quasi gar nicht mehr finde. Das Ding ist, wenn man wirklich mal so 2 Wochen Sonnenschein hat, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Hitze, ist cool. 3 Wochen okay, 6 Wochen ist anstrengend. Zumal es hier nur einmal wirklich geregnet hat, ich habe es ja gezeigt im Video. Das ist schon anstrengend. Arbeit war für mich super, ja. Also ich habe ja bei Whale Designs gearbeitet, wer es nicht mitbekommen hat. Dying Heroes könnt ihr auf jeden Fall nochmal auschecken. Warum ist hier gerade so leer? Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Dying Heroes und Wood & Cole habe ich mich darum gekümmert, das war alles wunderbar. Ich konnte Marketing anwenden, also aus der arbeitstechnischen Perspektive, beziehungsweise lerntechnischen Perspektive, worum es ja in diesem Praktikum ging. Ja, es war ja nicht um irgendwie zu chillen und irgendwie eine wunderschöne Zeit zu haben, sondern in erster Linie um was zu lernen, um zu arbeiten, um im Ausland mal Erfahrungen zu sammeln. Und das wurde mir sehr gut ermöglicht. Ich wurde sehr viel alleine gelassen, beziehungsweise mir wurde, sagen wir mal so, sehr viel freie Hand gelassen. Ja, ich konnte sehr viel selber anpacken. Ich war nicht gezwungen, irgendwie mich den ganzen Tag an irgendwelche Abläufe zu halten strikt, sondern ich konnte meine Aufgaben so erfüllen, wie ich Bock drauf hatte. Ich habe auch eine sehr gute Bewertung bekommen von meinen Arbeitgebern, also die waren recht zufrieden mit mir und von daher absolut gut. Was willst du mehr als Praktikant? Ja. Ich bin auch, wie gesagt, auch froh, dass die Zeit jetzt endet, weil ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Freunde und ich vermisse natürlich vor allem, das denke ich mal, könnt ihr verstehen, meine Freundin. Ich vermisse auch YouTube, ja, ich vermisse FIFA, ich vermisse es, Content für euch zu machen, ich vermisse Fußball zu spielen. Es gibt so viele Sachen, die ich vermisse.
auch gesund zu sein. Von daher absolut kein Thema für mich, jetzt nach Hause zu fahren, morgen. Heute geht es nochmal ins Stadion. Heute gucke ich mir Schottland gegen Malta an. Dazu wird es einen Vlog geben, und zwar morgen. Sorry, dass meine Stimme jetzt gerade so wack ist, aber das ist ein Punkt. Das ist ein negativer Aspekt von Malta. Und auf den gehen wir jetzt nochmal ein. Wie gesagt, den Vlog kriegt er dazu, aber ja, alles in allem, aus arbeitstechnischer Sicht eine gute Zeit. Menschlich gesehen, ich habe hier keine wirklichen Freunde fürs Leben gefunden, aber ich habe Menschen gefunden, mit denen ich die Zeit halbwegs gut gestalten konnte, gar keine Frage. Schade, dass ich jetzt am Ende nochmal ein paar Deutsche kennengelernt habe, die ganz nett sind, beziehungsweise nochmal ein paar mehr Leute kennengelernt habe, die ganz nett sind. Am Freitag ein paar Deutsche, gestern sind hier ein paar Deutsche angekommen. Das ist ein bisschen schade, aber ist auch in Ordnung, weil je mehr Nicht-Deutsche, desto mehr rede ich Englisch. Und auch wenn man sich nicht immer mit allen so gut versteht hier, auch im Haus und allgemein, passt das ganz gut. Alter, das ist sowas von nervig, ne? Und ja, aus der menschlichen Sicht keine Freunde fürs Leben, aber doch schon, ja, Menschen, die die Zeit erträglich hergemacht haben, ne? Das Nervige an Malta, was ist das Nervige? Einmal, wir leben halt an der Hauptstraße. Ja, es ist unglaublich laut hier jederzeit, weil die Menschen hier alle irgendwie Minderwertigkeitskomplex haben. Die müssen immer mit ihren Autos sowas von beschleunigen und rasen und... Auch wenn es so ein kleiner Fiat wäre, müssten die trotzdem alles aus dem rauskitzeln. So, keine Ahnung warum. Das ist nervig, dazu diese Feuerwerke. Morgens um 8 Uhr. Was haben die denn geraucht? Dazu abends um 10 oder sowas. Beziehungsweise teilweise um 8. Also andauernd Feuerwerke, jeden Tag. Das ist echt nervig über die Zeit. Und logischerweise, Feuerwerke machen immer Dreck. Und allgemein ist Malta sehr dreckig. Birkirkara, das ist die Stadt, in der ich lebe. Die größte auf Malta. Möchte man nicht denken, was nicht die Hauptstadt ist, aber ist es tatsächlich mit weitem Abstand. Liegt in einem Tal, ja? Also das ist quasi so aufgebaut. Und unten liegt Birkirkara. Was passiert in so einem Tal? Vor allem, wenn die ganze Zeit irgendwie Feuerwerk gemacht werden, der ganze Dreck lagert sich hier ab. Hat mir auch mein Boss gesagt. Die Leute, die hierher kommen, Praktikanten, die sind die ersten Wochen immer ziemlich fresh, ziemlich fit. Und dann, ja, geht alles so ein bisschen den Bach runter mit der Gesundheit, mit der Fitness. Ich war ja im Gym. Seit der zweiten Woche. Und das hat echt nochmal ein bisschen positiven Aspekt gehabt. Denn das war erstens eine Ablenkung, ein Zeitvertreib. Zweitens habe ich es mir ein bisschen fitter gemacht. Allerdings hat es mich nicht davon abgehalten, krank zu werden. Ich war jetzt wirklich die ganzen letzten 5 Wochen durchgehend krank, beziehungsweise gesundheitlich angeschlagen. Ich bin jetzt immer noch, meine Nase ist zu. Ich muss morgens und abends husten. Ich habe Halsweh. Und das ist sowas von nervig. Und das kommt einfach, weil es hier so dreckig ist. Und du bist das als Deutscher, beispielsweise, wo es in Deutschland wirklich unglaublich sauber ist. Wir sind so privilegiert in unserem Land. Du bist es nicht gewohnt. Und das ist echt so ein Aspekt, wo ich sage, da bin ich froh, zurückzugehen, um endlich wieder gesund zu sein. Ich werde keine zu Nase mehr haben. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit husten. Keine Ahnung. Das kommt alles dadurch, die Klimaanlagen hier sind so mäßig dazu. Du schwitzt die ganze Zeit, weil es so warm ist. Aber die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Das heißt, du bist sehr anfällig für Erkältung. Also aus der Sicht ist Malta wirklich kein gutes Pflaster. Sogar die Einheimischen sagen das teilweise, dass denen die Hitze auf die Nerven geht. Und so ist bei mir halt auch. Wie gesagt, ich freue mich einfach, zurück nach Deutschland zu gehen. Es war eine gute Zeit aus der arbeitstechnischen Sicht. Ich habe mir auf jeden Fall nochmal bestätigen können, dass ich Marketing später machen will. Ich hatte klasse Arbeitgeber. Ich hatte teilweise Spaß hier mit meinen Leuten aus dem Haus. Und ja, trotzdem muss ich sagen, ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Freunde. Und von daher bin ich froh, dass diese Zeit jetzt endet, auch wenn sie wirklich aus ausbildungstechnischer bzw. studientechnischer Hinsicht und aus dem Nutzen, das sie mir gebracht hat, sehr, sehr gut war. Da kann ich mich absolut nicht beschweren. Gut, ich würde sagen, das war's. Wenn es euch freut, dass ich wieder in Deutschland bin ab morgen, dann lasst doch einfach mal einen Kommentar da bzw. schreibt mal, worauf ihr euch am meisten freut. Auf Real-Life-Videos, auf Stadion-Vlogs, auf FIFA 17-Videos, auf die FIFA 16-Karrieremode jetzt noch. Ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Übrigens da oben in der Ecke, ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann. Nee, kann man nicht, aber doch, da ist so ein schwarzer Punkt. Das ist unser neues Haustier, unser Lizard, der heißt Fred. Ich habe nur noch knapp 18 Sekunden, deswegen muss ich mich jetzt schnell verabschieden. Habt noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, macht's gut. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.